Herzlich willkommen beim QuizAsia Tutorial zum Thema QuizAsia Suche. Hier erfahren Sie, wie Sie die QuizAsia Suche zu Ihrer eigenen Recherche nutzen und wie Sie Zugang zu den gefundenen Materialien erhalten können, die im Rahmen des FIDA-ASIEN gesammelt werden. Die QuizAsia Suche können Sie unter der unten eingeblendeten Adresse aufrufen oder Sie nutzen direkt den Suchschlitz auf der QuizAsia Startseite. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufrufen unter Ressourcen QuizAsia Suche. Die QuizAsia Suche ist für jede und jeden frei nutzbar. Lizenzpflichtige Medien wie beispielsweise E-Books setzen jedoch einen QuizAsia Account voraus, um die Volltexte aufrufen zu können. Die QuizAsia Suche ist im April 2024 in das WooFind umgezogen. Neben den damit einhergehenden optischen Neuerungen gibt es auch inhaltliche und funktionelle. Hinter dem i-Icon finden Sie unter anderem eine Liste mit den in der Suche berücksichtigten Quellen. Es wird weiterhin der Zugang zu physischen und elektronischen Materialien aus verschiedenen Quellen in einer gemeinsamen Suche vereint. Dabei handelt es sich um keine Volltextsuche. Die QuizAsia Suche berücksichtigt Zeitschriften, Zeitungen, Monographien und Aufsatztitel. Die Ergebnisanzeige der QuizAsia Suche besteht aus drei Bereichen. Oben finden Sie Ihre Voreinstellungen bestehend aus der spezifischen Suchanfrage und etwaigen Filtern. Sie können außerdem verschiedene Suchmodi, beispielsweise eine Suche nach der ISBN oder Signatur, auswählen. Den Großteil des Bildschirms nimmt die Trefferliste ein. Zur weiteren Ergänzung der Trefferliste stehen Ihnen rechts diverse Filter zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine schriftzeichensensible Suche handelt. Wenn ein Titel beispielsweise in Langzeichen erschienen ist, kann er auch in Kurzzeichen katalogisiert worden sein. Im Zweifelsfall müssen Sie beide Varianten suchen. Zuerst stellen wir Ihnen die Filter auf der rechten Seite genauer vor. Mit ihnen können Sie Ihre Suchergebnisse weiter präzisieren. Sie können sich über den Filter Online-Zugang den Online- bzw. den gedruckten Bestand anzeigen lassen. Mit dem Filter Open Access können Sie sich alle zu Ihrer Suche passenden Open Access-Titel anzeigen lassen. Der Medientyp kann Ihnen beispielsweise alle E-Books oder Zeitschriften zu einem Thema anzeigen. Daneben können Sie zusätzlich noch nach einem Autor suchen. Weitere Filter grenzen die Suche nach der Sprache, in der der Titel verfasst sein soll, oder nach dem Erscheinungsjahr ein. Außerdem können Sie Ihre Suche noch mit passenden Schlagwörtern weiter eingrenzen. Neu ist der Filter Weitere Quellen. Hier können Sie Ihre Suche direkt in weitere Suchmaschinen übertragen, beispielsweise SciNY, Wikipedia oder die QuizAsia Legacy Suche. Für erfahrene NutzerInnen ist eventuell der Filter Collection Details interessant. Hier können verschiedene Datenquellen ausgewählt werden. Was sich hinter den einzelnen Ausdrücken genau verbirgt, können Sie in der Tabelle nachlesen. In der Trefferliste sehen Sie alle zu Ihren Angaben passenden Suchergebnisse. Hinter jedem Titel befindet sich ein kleines Dreieck. Nach einem Klick auf selbiges bzw. auf den Titel des Treffers werden die weiterführenden Informationen angezeigt. Wie Sie sehen, können die Buttons zum Bestellen drei verschiedene Farben haben. Die weißen Buttons sind für NutzerInnen der Staatsbibliothek, die einen Bibliotheksausweis haben. Wenn Sie ein Band über den weißen Button bestellen, dann wird er in Berlin bereitgestellt. Der rote Button ist für NutzerInnen des blauen Leihverkehrs, die über QuizAsia angemeldet sind. Einträge mit grünem Button sind für alle nutzbar. Er kommt beispielsweise bei digitalisierten Objekten zum Einsatz. Sie können zu jedem Katalogeintrag einen Permalink generieren. Für erfahrene NutzerInnen sind eventuell die Beschreibungen im Mark oder im Solar-Tab interessant. Über den Menüpunkt Login können Sie sich sowohl mit Ihrem Bibliotheksausweis der Staatsbibliothek zu Berlin
oder mit Ihrem CrossAsia-Account anmelden. NutzerInnen, die sich mit Ihrem CrossAsia-Account anmelden, können Ihre Aufträge im blauen Leihverkehr einsehen und beispielsweise nach Fälligkeit sortieren. Eine eigenständige Verlängerung hingegen ist noch nicht möglich, da dies über die Institution erfolgt. Es werden jedoch alle mit der aktuell angemeldeten E-Mail-Adresse generierten Aufträge angezeigt. Hier können Sie außerdem Ihre Suchanfragen abspeichern. Sollten Sie weitere Fragen zur vorgestellten CrossAsia-Suche haben, dann wenden Sie sich gerne an uns unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten.